Hallo ihr Süßen und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute zeige ich euch meine Januar-Favoriten und das sind genau 6 Stück. Ich würde sagen, wir quatschen nicht lange, sondern legen gleich los. Also, es sind Sachen, die man benutzen kann, die man tragen kann, die man lesen kann. Ich zeige euch einfach mal das allererste und zwar ist das ein Buch. Und das ist das Buch Brausepulver Herz von Leonie Lastella. Dieses Buch habe ich euch in meinem letzten Video schon mal vorgestellt. Und das ist wirklich ein ganz tolles Buch, ganz toll geschrieben. Und es macht super Spaß, das zu lesen. Es ist vielleicht auch ein bisschen verführerisch, sage ich mal. Also das ist meine Empfehlung für euch. Kauft euch auf jeden Fall dieses Buch, wenn ihr Romantiker seid, wenn ihr verliebt seid, wenn ihr so ein bisschen auf das gewisse Etwas steht oder das gewisse Kribbeln, dann ist dieses Buch auf jeden Fall etwas für euch. Dann als nächstes zeige ich euch etwas, was ich gerne getragen habe im Januar. Und zwar sind das Socken, beziehungsweise so Puschen, würde ich sagen. Sie sehen so aus. Das sind so graue Säckchen mit Sternchen drauf. Und dieses hier kann man entweder so hochklappen oder man klappt es halt so um und dann ist es so. Ganz niedlich und halten super warm. Ich finde die auch ganz hübsch. Also das waren meine Januar-Favoriten für die Füße. Dann habe ich einen Lieblingsnagellack im Januar gehabt, den ich ein paar Mal benutzt habe. In 2019 versuche ich ja auch öfter mal Nagellack zu benutzen. Jetzt im Moment habe ich wieder nur Klarlack drauf, aber toi, toi, toi. Ich schaffe das schon noch. Und zwar ist das ein Nagellack von Essie. Ich zeige euch auch gleich nochmal ein Bildchen davon, dann könnt ihr es ein bisschen besser erkennen. Und zwar ist das Saint-Tropez. Genau, der ist so gräulich, also, gräulich beige, sage ich mal. Und der ist einfach super schön auf den Fingern und den habe ich sehr geliebt im Januar. Schon im Dezember geliebt habe ich von Nivea dieses Deo Winter Moments oder Winter Moment. Ich kann das gar nicht so genau beschreiben, was ich daran so toll finde. Es ist aber einfach, ich weiß es nicht, es riecht einfach toll und ich finde, es hält auch sehr lange frisch. Also ich fühle mich wirklich sehr frisch mit diesem Deo und das habe ich, glaube ich, so noch bei keinem Deo gehabt. Deswegen habe ich mir das auch nachgekauft und bin, glaube ich, echt ein bisschen traurig, wenn das aus dem Sortiment geht. Ich befürchte fast, Winter Moment, ja, das wird so in ein, zwei Monaten spätestens raus sein und überlege schon, ob ich mir vielleicht noch ein, zwei Buddeln davon kaufe, sicherheitshalber, weil das echt richtig toll ist. Also, falls ihr das noch nicht ausprobiert habt, dann tut es bitte. Unbedingt. Dann habe ich jetzt noch ein, ich sag mal, Make-up-Produkt oder ein Schminkprodukt, was ich ganz toll fand. Und zwar ist das der Liquid Camouflage High Coverage Concealer von Catrice. Der ist waterproof, der sieht halt so aus. Und der ist in der Farbe 010 Porcelain. Ja, genau. Der ist super für mein Gesicht. Fast schon ein kleines bisschen zu hell. Also vielleicht wäre eine Nuance dunkler noch ein bisschen besser für mich. Aber ich finde den eigentlich ganz cool und da brauche ich auch keine Foundation oder so, sondern kann einfach nach dem Primer direkt den Concealer auftragen und dann ein bisschen Rouge und dann bin ich fertig. Also das war echt mein Lebensretter diesen Monat, will ich mal behaupten. Und dann kommen wir schon zum letzten Produkt und zwar ist das ein wunderschönes Parfüm. Das habe ich zu Weihnachten bekommen von meinem Schatz und es ist Pure Excess und es ist einfach nur toll. Ja, also ich finde gar nicht so viele Worte dafür, außer, toll. es riecht super gut, ich habe super oft schon benutzt. Ich bin eigentlich so jemand, der so besondere Parfüms oder besonders teure Parfüms oder wie auch immer, nur zu besonderen Anlässen benutzt. Oder wenn ich das Gefühl habe, so, heute habe ich mich mal aufgetakelt, heute ist ein besonderer Tag, heute wird es mal benutzt. Aber dieses, das habe ich auch teilweise wirklich einfach so im Alltag benutzt. Und habe mich einfach toll gefühlt. Ich muss allerdings dazu sagen, also es riecht ganz klasse, ja. Es hat so einen eigenen Geruch, wie halt jedes Parfüm seinen eigenen Geruch hat. Aber es hat mich an einen anderen Duft erinnert, den ich irgendwie aus der Vergangenheit kenne. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt so Personen, die nach irgendwas riechen. Oder man hat so einen, in der Weihnachtszeit zum Beispiel, es gibt so Gerüche, die verbindet man mit Weihnachten. Es gibt Gerüche, die verbindet man mit frischer Wäsche. Obwohl sie jetzt vielleicht nicht die Duftrichtung frische Wäsche sind.
Oder es gibt so Sachen, die so Duftrichtungen, wie es bei Menschen halt im Auto riecht. Jetzt nicht unbedingt, weil sie einen Duftbaum haben, sondern generell. Also ich kann das nicht so ganz beschreiben. Und dieser Duft erinnert mich halt auch an irgendwas. Ich weiß nicht an was, aber er ist auf jeden Fall super toll. Und ja, deswegen durfte das Parfüm mit in meinen Januar-Favoriten. Und es war auch leider schon die letzte Position hier. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich werde auf jeden Fall im Februar auch nochmal meine Favoriten zeigen. Bin sehr gespannt, was dann so dabei sein wird. Ich hoffe, ein neues Buch, denn ich hoffe, dass ich das bis dahin durchgelesen habe. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi!